Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Seelenbestattung 1 von Bioshock Infinite. Da habe ich mich erschreckt, dass dieser Samurai, der aus dem Riss, der läuft ja jetzt hier mit, ne? So, wir haben jetzt die Lockpicks eigentlich. Da sieht ja eine Tür da gerade mal eben auch kriegen. Oh, da liegt auch noch ein Lockpick rum, das ist natürlich nett. Da liegt auch noch ein Lockpick rum. Lohnt sich immer noch mal genauer, sich umzuschauen, ne? Nach wie vor. So, wo war denn jetzt, ich glaube, hier war der Safe, ne? Ich denke, der Samurai ist weg. Da ist ein Schacht, jetzt will ich erstmal hier. Mal sehen, was ich tun kann. Mach mir das mal auf. Mal gucken, was drin ist, ob sich das lohnt. Na komm, dann mach dich weg. Goldbarren, jede Menge Knete, Gin und so weiter. Das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Das war blöd. Aber dann mach mal den nächsten Luftschacht hier zu. Einer noch. Und wo soll der sein? Habe ich hier drin einen ausgelassen? Ich sagte Senderkorn, ich wäre allzeit bereit für eine Platte. Du, komm her! Gib dich zu erkennen, die sich melden. Ich hab dich gehört, aber wo bist du? Da. Den ganzen Tag versuche ich ihn schon. Ich hab Munition gefunden! Das ist mega. Ach so, man kommt hier auf der anderen Seite wieder raus. Ja, das ist natürlich, das macht Sinn. Ja gut, dann geht's hier jetzt irgendwie noch weiter. Hören Sie? Sally? Sally, ich bin's, Booker. Los, komm da raus. Ist es Sally? Hörst du mich? Ich, Kleines. Hier ist Booker. Hör zu, Kleines. Ich will, dass du da rauskommst. Sie kommt nicht raus. Wir müssen die restlichen... Willkommen im Zirkus der Werte. Tschechen verschließen, sonst wird das nichts. Ja, du könntest auch erstmal die Tür hier aufmachen. Sieht einfach aus. Bitte sehr. Ja, echt interessant, wie man an die Sachen dann noch rankommt, ne? Oder da das wo. Ist der letzte. Wo ist das Ablaufrohr? Bei den Spielwaren. Oh, ich hätte so oder so reingemusst. Okay. Ich würde meinen kleinen Prinzen niemals verhätscheln. Ja, dann. Ein wunderschönen guten Tag. Intellektuelle über Menschen, die im Zug. Na dann. Fertig. Köder sind immer eine feine Sache, ne? Ja.
es. Also so kann man das machen. Man kann die Waffen so switchen und dann hat man noch die Munitionsprobleme nicht mehr. Das ist nicht so krass mehr, ne? Das ist ja nett. Joa. Gonna take the loot mit Mut, ne? Würde ich sagen. Trotzdem nach wie vor ganz gerne mal wissen. Hier. Wie man da bei dem einen Raum eben da landen kann, wo überall der Strom ist. Kann man das mit so einer Energie machen, ja? Eigentlich irgendwie nicht, ne? Bitte sehr. Zigaretten. Geht ja bestimmt da weiter, ne? Ja. Habe ich mir gedacht. Vorher will ich mich ja hier nochmal umgucken. Tja, der Köder ist wohl ganz lässig, ne? Joa. Nun denn. Dann geht's also weiter. Von der anderen Seite abgeschlossen. Wie sollen wir... Da. Ich glaube, da passe ich durch. Helfen Sie mir mal. Ja, ist ja kein Ding, ne? Dass so eine gute Idee ist, ist fraglich. Aber wir werden sehen. Ist ja nun mal die Spielstory. Na, sie kann das voll. Geht das nicht schneller? Ich krieg das Ding nicht. Tempo! Ich versuch's ja. Moment noch. Der Typ ist so hässlich, dass die Uhren verschreckt stehen. Was ist denn hier los? Gibt's doch nicht. Das kann ich dir sagen. Aber dafür wirst du mutig. Bin ich doch glatt verreckt, oder? Tja. Sternhagel voll. Kann mal jemand ein? Tankenwagen holen? Nur ein bisschen was mit der Durchschlagskraft. Zum kurzen Prozess machen, oder? Jetzt haben wir es ja, oder? Hm.
habe jetzt einige Lockpicks, du. Na, der da. Geht klar. Jetzt hat sie die Tür auch dann mittlerweile auf. Naja. Nach dort müsste ich eigentlich. Aber wir gehen hier auf die Loop-Tour. Das kann man einfrieren, nicht wahr? Was zur Hölle war das? Schön Zeug. Beobachtung Nummer 22 zu unbekanntem Phänomen. Was ist der Ursprung dieses Phänomens? Ich setze jetzt Beobachter ein, die weitere solcher Phänomene finden sollen. Sie berichten von einer jungen Frau, die in einem solchen Phänomen erscheint und sofort wieder verschwindet. Weitere Informationen liegen zwar im Moment nicht vor, aber wenn ich diese Frau finde, stellt sie sicher selbst ein interessantes, neues Phänomen dar. Das macht Sinn. So, neue Hemd, lebendig und blau. Wenn dein Schild zerbricht, erhöht sich dein Schaden und deine Geschwindigkeit für 5 Sekunden und dein Magazin wird sofort aufgeladen. Das klingt sehr gut, das legen wir an. Das könnte so einige Problemchen lösen, die wir hier haben. So, was ist denn hier unten noch? So, das ist halt einfach nur so. Ich dachte jetzt, das wäre wieder so ein automatisches. Es schießt mich ab. Wie viel Drink ist das? Oh, ja, der Typ soll viel in dem Spiel. Der liegt Money unten. Das war's dann ja auch immer schon. Mehr gibt's hier nicht zu holen. Da haben wir eine Brieftasche. Ja gut. Da gucken wir hier mal weiter. Munition für Schrotflint. Das ist immer nett. Da habe ich Lust drauf. Jetzt muss das.
Ja, das war dann wohl mal eine mehr oder weniger unschöne Erinnerung. Wer das Hauptspiel gesehen hat, der weiß auch, an was er sich da erinnert. Das ist so ziemlich klar wie Kloßbrühe. Na, was finden wir hier oben? Nichts, ne? Finde das zentrale Abrufrohr, bla. Der Spielwarenabteilung. Ja, das sieht sehr danach aus hier, ne? Da hat er eben gespeichert. Ist ja okay. Na, was guckst du? Oh je, da geht wieder der große Kampf los hier. Fertig. Ich sehe mir mal das Abluftrohr an. Ja, mach mal. Ich sehe mich hier mal so. Klar. Oh, ich habe auf jeden Fall guten Schutz dabei, ne? Keine Spur von ihr. Wir müssen wohl doch den Thermostat hochdrehen, um sie rauszuscheuchen. Hier lang. Ja, jetzt will ich erstmal. Der Thermostat ist oben. Ja, ist ja schön. Mich hier mal ein bisschen umgucken. Du Nase. Wir müssen zum Thermostat. Er ist unsere einzige Chance. Oh, lass mich doch mal in Ruhe gucken hier. Thermostat, Thermostat. Ich habe direkt auch hier einen Thermostat an meiner Heizung. Mr. DeWitt. Zaudern hilft uns nicht weiter. Kannst du vielleicht auch benutzen. Ich will doch nur in Ruhe eine Runde looten hier. Wie man das in so einem Spiel hier nun mal macht. Sind wir hier mal langsam durch mit gucken. Hier den Thermostat. Oh, das haben wir gemein hier. Komm, was war das gerade? Puppe benutzen. Wo ist denn dein Thermostat? Wieso nicht gleich? Dumme Nuss. Da liegt was. Munition. Noch irgendwas? Und schon nicht. Mich von hier? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Da ist der Thermostat. Drehen Sie ihn hoch. Ich werde sie nicht verbrennen. Anders kriegen wir sie nicht dazu rauszukommen. Wenn Sie es nicht tun, tue ich es. Ihre Entscheidung. Mr. DeWitt. Drehen Sie ihn hoch. Drehen Sie den verdammten Thermostat hoch. Hören Sie das? Wir müssen zurück zum Abluftrohr, sonst verlieren wir die Kleine wieder.
Sally? Sally, komm da raus! Das klappt nicht. Ich sagte doch, sie kommt. Es klappt nicht. Schalten Wenn Sie ihn ab. Wenn wir ihn abschalten, klappt es nicht. Wir müssen ihn abschalten. Wir verletzen sie sonst. Sally! Sally? Oh, da kommst du raus. Ich bin Booker. Sally, los, komm. Ich hol dich hier raus. Sally! Komm jetzt sofort raus! Nein. Oh shit, oh shit. Oh Mann. Eliminiere den Big Daddy. Ja. Geil, Omar. Ouch. Mr. DeWitt, fangen Sie! Holy shit. Lisa, los! Hier! Diese Wahrheiten sind offensichtlich. Mehr hab ich nicht. Ja, da geht jetzt mal eine ganze Muni bei drauf. Oh, oh shit, oh shit. Hier, Munition! Ja, zeig mal her. Habe ich denn sonst noch was am Waffen? Ich habe dieses. Mr. DeWitt, das Mädchen! Sally! Das ist Sally. Na dann. Mr. DeWitt. Alles ist gut. Ist sie? Da. Das ist Sarah. Sie kommt dich besuchen. Wir gehen nach Hause. Willst du nach Hause? Bitte, bitte nicht. Bitte. Ich bin hier. Ich will dich nur nach Hause bringen. Sie tun ihr weh. Sie ist nicht ihr Kind. Sie gehört mir. Lassen Sie sie los. Lassen Sie sie los. Sie gehört mir. Schließt es. Abschalten. Schaltet die Maschine ab. Erinnerung. Schaltet die Maschine ab. Sie ist noch nicht durch. Abschalten. Ich erinnere mich wieder an alles. Das arme Kind. Sie gehörte nicht Ihnen, Comstock. Ich auch nicht. Aber Sie mussten mich besitzen, nicht wahr? Das stimmt nicht. Lippensynchron ist die Übersetzung hier jedenfalls nicht. Ihr Problem lösen. Ach, du Schande, die beiden nur ja. Eine Zuflucht bieten, wo sie vergessen konnten. Ach, nö. Wo es überhaupt nie eine Anna gegeben hatte. Comstock stand nie zu seinen Fehlern, nicht wahr, Bruder? War nie zufrieden mit seinen Entscheidungen. Immer bestrebt, das Leben anderer als sein eigenes auszugeben. Elizabeth. Kind, es tut mir so leid. Nein, tut es nicht. Aber gleich tut es dir leid. Okay. Ach, das war schon quasi das erste DLC. Okay. Dass das so schnell zu Ende ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, dann sind wir halt durch. Zurück zum Hauptmenü, ja. Na gut. Tja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt Seebestattung 2, nicht?